Nein. Ein bisschen weiter. Wir haben so zwei Kämpfe gerade mal gehabt hier. Titte. Hä? Ach, legt sie jetzt die ganze Zwischensequenz? Wir werden bestimmt beim Nudelpressen jetzt unterbrochen. Wir kommen gar nicht dazu. Ha! Ich wusste es. Oh, ich bin am Verhungern. Mein Bäuchlein. Oh. Shikamaru, das ist der Typ, der mit den Schatten umgehen kann. Shikamaru? Hey, Naruto, das gibt's doch nicht, Alter. Bist du das wirklich, ey? Ich bin da, oder was? Bist du wirklich Shikamaru? Oh, verdammt, war der Falsche. Das gibt's doch nicht! Du bist doch dieser Schwachkopf! Hä? Was ist nicht die aus Sunagakure? Ich heiße die Mari. Ja, sie ist schon ganz schön neu her. Ja, Uzumaki. Ja, total. Ja, wohl wahr. Und dann muss ich schon gleich meine erste Übung absolvieren. Und du bist ja kaum wieder da, kriegst gleich wieder was zu tun, Alter. Oh mein Gott, sei ich vor, ich hab dir etwa eine Verabredung. Ich bitte dich, als ob ich hier war. Wir sind gerade nach Konoha zurückgekommen und bereiten uns auf die nächste Chunin-Prüfung vor. Genau, die Chunin-Prüfung. Ha, das weckt Erinnerung. Ja, die alten Zeiten. Oh verdammt, ja, stimmt. Was hast du denn? Oh, was hast du denn jetzt in deiner Prüfung vor? Hä, was, wieso? Du bist mit wieso, ey? Du bist der einzige unseres Jahrgangs, der noch kein Junin ist, Mann! Voll peinlich, ey! Hä? Was? Ah! Ey, Moment mal, du bist etwa gesagt, Shikuma, Chuji, Hinata, alle schon Junin? Also, das hast du gerade gesagt, Mann! Hörst du nicht zu? Du bist die einzige Ausnahme, ey! Oh, fuck! Muss doch mal ein Scherz sein! Ich bin der einzige Genin? Oh Mann, jetzt kommt noch mehr ein Lachen über ihn. Sensei Iruka! Ich dachte ja, sogar du wärst in 3 Jahren vielleicht ein bisschen erwachsen geworden. Nee, nicht, das ist er nicht. Ich sehe schon, aufgedreht wie immer. Aufgedreht? Na klar bin ich aufgedreht, ich bin auf Ecstasy! Beruhig dich, nimm erstmal einen Zug Haschisch. Was? Ja, wir haben mit dem Jiraiya rumgemacht und jetzt spendiert er uns Nudeln. Yeah! Na weiter, wer genug geredet hat, wie findest du mich bei Ishiraku? Bei der alten Nudel-Udon-Mann. Nudeln mit Sensei Iruka. Mein Traum wird wahr. Das macht ihn irre glücklich. Oh Gott. Und kriegt ein feuchtes Höschen. Ja, oder? Ich glaube auch. Kapitel 1. Rescue the Kazekage. Oh, die Rettung des Kazekage. Das war jetzt ein besonderes Windchen. Ah, Nudeln, Nudeln. Ich sag gleich zweimal Nudeln. Nein, wir was zu tun! Du, wir müssen verzichten diesmal! Das ist ja fake! Aber wir können ja bald mal zusammen in Hab nehmen, oder? Das hört sich gut an. Jetzt knuckt er seinen Magen. Ja, geh schnellstens zu dem Typen. Ist das für mich mit bringst mir Döner mit, Mann? Oh Mann! Ja toll, jetzt speichert. Wo ich vor 5 Minuten gespeichert. So, wo ist denn der komische Arthur jetzt lang? Irgendwo. Geht, jetzt machen wir die Mission, geht zum Nudeln essen. Da ist ja der Pfeil wenigstens. Ja, diesmal haben wir einen Pfeil, sehr schön. Ich bin der Blume. Oh, der ist wieder auf Ecstasy. Oh! Hey, okay. Yay, beide, ich brauche Nudeln. Schon gut, schon gut. How many bowls? Honestly. Ja, echt mal. Nur ein, oh, es gibt hier eine Zwischensequenz. Wer Nudeln frisst. Kann durchaus sein. Hey, die Szene gab es in der Sendung. I see. So that's why you were kicking up such. Man, everybody's. Ja, alle sind Junin, nur er ist ein Versager. On rank, Naruto. You've been training under Lord Jiraiya. That counts for a lot. Ja, ja.
Trotzdem möchte er endlich ein Shunin sein. Was? Der perverse Eremit? Der guckt sich doch nur gerne Frauen an. Mensch, sein Stürmer und seine Kleidung waren völlig hinüber. Du musst alles neu anschaffen. Nach dem Training mit Hiraya. Und seine Haare waren zerzaust. Ja, und mein Höschen war zerrissen. Kleidung kann man ersetzen. Aber ein Training wie deins nicht. Sieh doch mal, wie stark du geworden bist. Ja, er hat jetzt stärkere Schließmuskeln. Vielleicht bin ich jetzt auch. So ist es nicht mit übertreiben, klar, Alter. Oh Mann. Was ist denn los? Ja, was willst du ihn denn fragen? Was ist mit Gaara, der Sandjunge? Nein, er ist ein Sonderfall. Ein Sonderfall. Der hatte schon früher Training mit Hiraya, seitdem klappt's nicht mehr. Es gibt noch eine Zwischensequenz, ernsthaft? Ja, es ist sehr storylastig. Ja. Ja. Oder gibt's jetzt einen Kampf? Nö. Das ist dann. Ist das der Insektenheini? Ich kann es nicht sehen, das ist so weit weg. Ah, daran erinnere ich mich auch. Anytime now, Daedala. Don't we're dealing with a Jinchuriki. My Jutsu are all works of art. But just in case, I brought my special. Ach stimmt, die wollten ja das Sanddorf platt machen. Ja, wo der. Ja, oder wie der heißt, da drin war. Stimmt, ich erinnere mich. Der konnte kleine Tonfiguren zum Leben erwecken, die aus seiner Hand rauskamen. Irgendwie so. Ja, genau. Spielen wir jetzt vielleicht Gaara? Das wäre doch mal was. Das wäre cool gewesen. Ich spiele den Gaara gerne, der hat einen coolen Special Move. Noch eine Zwischensequenz. Mann. Das ist echt die Folge der Zwischensequenzen. Und der springt da. Hallöchen, jetzt bin ich drin. Könnte auch von Hiraya sein. Da ist er schon. Oh nein, das ist cool. Du hast mein Eindringen bemerkt. Das könnte auch von Hiraya sein. Das war cool. Sehr schön. That cloak. You're one of the Akatsuki, aren't you? So the operation failed. Na, wenigstens muss er dich ansuchen. Ja, das ist richtig. Jetzt beginnt der Kampf. Alright, let's hurry up and settle this. I will protect this village. Kampf? Ja, wir dürfen Gaara spielen, das ist schön. Da habe ich Bock drauf. Willst du zuerst versuchen? Nee, nee. Kannst du ruhig? Nein, nein. Sicher? Ja, sicher. Wieso? Weil du musst trainieren. Kann doch sein, dass ich verliere. Wenn ich verliere, dann guck mal, aus deiner Hand ist eine Zunge. Rechts. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Schleck. Was? Ultimative Jutsu ist nicht einsetzbar? Was ist das für Blödsinn? Kommt jetzt erstmal ein Quick-Time-Event oder was? Quickie-Time! Okay. Okay. Wir versuchen es mal. Kriegen wir ihn? Ja, so geht's auch. So. Macht das wahnsinnig mit seinem komischen Sandfeld auf dem Rücken. Ja, das ist. Also riesige Erdnuss und. Oh, was haben wir da für einen super Move? Cool. Ah, oh, er ist ausgewichen, der Sack. Okay. Wir haben ihn sogar getroffen, ich fasse es nicht. Oh, was? Ach, hier blocken müssen wir schon. Okay. Attack from above. Sehr schön, da haben wir ihn wieder.
eingefangen. Ach so, ich kann ja, stimmt, ich habe nicht das ultimative Menü zu. So, wir müssen uns halt so aufladen. Ach Mist, dass er mir diese kleinen Pissdinger schießt. Bisschen nervig. Ach Mann! Wieso klappt das nicht? Ja, kann sein. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Nee, ich weiß, das muss seine letzte sein. Ja, aber ich weiß nicht, was du noch kommst. Ach so, ja. Ah. Okay. Hä, was hat denn angeschossen? Mann! Hä? Also ganz reich, diesen Herz nicht. Zumal ich es ein bisschen unfair finde, weil ich einfach mal keine Attacken zu verfügen habe. Ich kann immer nur das hier irgendwie machen. Das ist ein bisschen blöde. Oh, Gemeinheit. Ich will die ganze Zeit einfach nur ausweichen. Ich probiere mal einfach nur auszuweichen. So, Loser, trifft mich. Loser. 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 Wie, Krebse? Ja, wo ich mich auch... Ah, die explodieren deswegen. La 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 la. Ah, jetzt kommt er bestimmt angeflogen hier. Versucht hier. Ah, was? Mann, irgendwie kann ich ihn nicht gut machen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ah, das ist echt nervige Attacken, der Typ. Dachte ich hätte die. Ah, jetzt kommen die Quicktime-Events. Was muss ich jetzt machen, ne? Steuerkreuz. Das war knapp. Gucken, ob wir Sterne voll kriegen. Alter Falter. Boah, das ist aber diesmal ganz schnell. Ist halt ein harter Gegner. So, den haben wir auch. Gut. Als Hit noch. Quicktime, das hasse ich ja irgendwie fest. Und was kommt jetzt? Hä? Was muss ich jetzt machen? Befindet sich dein Ziel innerhalb des Rings, kannst du es anvisieren? Drück dann B oder X, um anzugreifen mit Y. Plus B, benutze deine mächtige Sanddusche. Was? Das geht mir jetzt ein bisschen zu fix hier. Hallo, wo ist denn die an? Ah, hier. Oh Gott. Los, Tüdin. Ah. Okay, jetzt wird er ganz schnell hammern. Los, stirb. Was hat er denn für eine Lebensleiste gesagt? Will ich irgendwie ausweichen oder so? Nee, oder? So, sehr schön. Hä, wo ist er denn? Hier. Oh, es ist ja hier, so ein Murks. Oh Gott. Ja, komm schon. Ah, jetzt muss ich hier wieder hämmern. Hä? Ach so. Was kommt jetzt? Ich glaube, macht er so ein Mega-Teil. Oh, jawohl. Ich glaube, jetzt haben wir es. Also, das Special-Ending müssten wir schon mal freigeschaltet haben. Oh. Das war ja tricky hier. Und jetzt zerstört das ganze Dorf. Ziemlich gemein.
Aber in der Sendung hat der Typ ja auch gewonnen. Was war Penny auch alles im Kampf? Geheimfaktor. One day, I'd like to become something precious to others too. And not as some weapon of terror. Tja, nee, dieser Kasekage kann sein Dorf nicht beschützen. Zu viel gewollt. Ah, verpennt fast schon. Diese fiesen Quicktime-Events. Oh. Und erledigt. Oder auch nicht. Das zieht sich ja schon irgendwie. Ja, so ist das bei den Liga-Kämpfen. So, es gibt ja alles! Oh! Schnell! Jawoll! Oh. Und jetzt, was ist das? Das Riesenvieh würde ich gerne mal machen, ey. Guess I'll back off for now. Ja, geh nach Hause, Junge. Wir haben es geschafft dann. Oh! Also daran erinnere ich mich nicht, das gesehen zu haben in der Sendung. Aber es ist auch nicht exakt wie in der Sendung. Manche Sachen haben so ein bisschen ungelöst gefunden. Der hat gesessen. Nice. Erreicht. Ich bin auf die Wertung gespannt, die wir bekommen. Oh, das sieht gut aus. Oh! Wow! Hä, ich habe 12 Sterne verkackt. Oh. Egal! Wir haben hier ein S-Rang bekommen. Nice! Sehr schön. Und neuer Charakter verfügbar. Juhu! So, und an dieser Stelle, wenn jetzt nichts kommt, mal gucken. Doch, es kommt natürlich noch zu den Sequenz. Keuch. Is it over then? Ja, das ist die Frage, ob es vorbei ist. I would say not. Tja, der ist ganz schön widerstandsfähig. Ein Tausch, Jutsu. That was pretty close. He took that. But in the end, the victim. No. Tja, und seine Sandbox ist im Eimer. Und er auch. Das war bitter. Man, that took some doing. Mixing detonating clay in sand in a. He wasn't giving me any openings either. You're as tough as I figured, Kazekage. Tja, und letztendlich darüber listet. Alright, now I'm gonna take you someplace. Ja, aber an einen besonderen Ort. Sag jetzt nicht, dass wir den befreien müssen oder so. Könnte sein. Anleitung zum Sieg 4. Was ist Chakra? Gegen Schaden verteidigen. Aha, okay. Es speichert. Noch eine Zwischensequenz? Jetzt fertig mit Nudeln essen? Good. You're both here. Team 7 is up. What's wrong, Naruto? It's just I never thought Gaara would become Kazekage. I'm a little. I understand. Frustrated. Well, if he's Kazekage, he's probably had a really tough time. Yeah, that's true. He worked and worked. I can't help but feel happy for him. Well then, you better do the same. You can't let Gaara. Yeah. Absolut. Work hard on missions and become a. That's one thing about you that hasn't changed. So let's hurry up and get started on the mission, Kakashi. Right, but first. Let's go see the fifth Hokage. Und wir sollten. Ach, das ist die fünfte Hokage. Ach ja, stimmt.
Stimmt, stimmt, stimmt. So, dann gehen wir jetzt nur noch zu so einem Speicherdingens. Und dann ist für heute Schluss. Oh, da ist eine Mission. Naja, das machen wir dann. Andermal. Die Versuchung war so groß. Wir hoffen, es hat euch gefallen, liebe Leute. Ja, wir werden das Spiel auf jeden Fall durchspielen. Ja. Schneckbein wird beim nächsten Mal wieder kämpfen. Oh ja, freut euch drauf. Freut euch drauf. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie euch diese epischen Kämpfe gefallen haben. Ob euch das ganze Blabla gefällt. Und ob euch das Blabla gefällt und ob wir weiter unsere sehr freie Synchronisation machen sollen. Und damit sagen wir dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Bye, ciao. Bye.